Also Pop-Dschihadismus sagt man so ungefähr seit der Zeit 2011, 2012 und das Ganze hat sich weiterentwickelt, vor allen Dingen unter dem Einfluss des sogenannten Islamischen Staates. Da hat das dann sozusagen eine richtige Form bekommen. Letztendlich beschreibt dieser Begriff eigentlich eine radikale Jugendsubkultur. Es geht darum, dass die Träger des Pop-Dschihadismus Jugendliche und junge Erwachsene sind. Die Hauptakteure sind Leute, die vorher bei diesen ganzen radikalen Predigern eine Art Radikalisierung durchgemacht haben in diesen verschiedenen Stufen und aber dann angefangen haben, sich selbst von diesen radikalen Predigern zu lösen und eigenständig aktiv zu werden. Also es ist im Grunde genommen so, dass sich dann Jugendkameradschaften gebildet haben. Also nicht mehr die klassischen Moscheevereine, wo also die älteren Prediger, die Autoren und die Gelehrten waren, sondern die Jugendlichen haben sich in eigenen Strukturen zusammengefasst. Hier in Deutschland gab es die Milatu Ibrahim, die im Herbst 2011 hier in Berlin gegründet worden ist und ja dann im Juni 2012, nachdem sie in Bonn und Solingen versucht haben, den Dschihad auf die Straße zu tragen, vom Bundesinnenministerium verboten worden sind. Das Typische, warum Pop? Weil sie eben nicht mehr diese klassischen salafistischen Vorgehensweisen machen, wie diese langen Predigten, langen Vorträge, sondern sie nutzen die Mittel der Popkultur, um ihre radikalen Botschaften an den Mann zu bringen. Also die Träger sind selber Jugendliche, die sich selbst radikalisiert haben. Und diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die nutzen jetzt die Popkulturellen Mittel wie Sprechgesang, diese männliche Sprechgesang, Nashids oder so kleine Fotos oder Collagen, wo sie sozusagen Kernbotschaften nur noch auf bestimmte Bildcollagen vermixen. Das sind teilweise Auszüge aus Hadithen. Das sind keine ganzen Vorträge mehr, sondern immer aus dem Kontext gerissene Kernbotschaft, manchmal wie im Poesiealbum, ne? Irgend so ein Weisheitsspruch. Und damit wird dann quasi in den sozialen Medien, und die sind das Entscheidende da auch, um zur Verbreitung, Facebook, Messenger, Telegram ganz wichtig, WhatsApp, wird das eben gestreut. Und das erreicht natürlich Jugendliche, die niemals in eine Moschee oder in ein Islamseminar zu diesen Predigern gehen würden, sondern in den sozialen Medien sehen sie dann diese Bilder, meinetwegen die Löwen des Islam, die neuen Popstars, ne, die Mujahideen, die Kämpfer des Islam, des Dschihad, die nennen sich die Löwen, die Frau ist die Löwin und dann gibt es dann Bilder mit Löwen und das wird dann so verklausuliert und das sind dann die Löwen des Islam und solche Kurzbotschaften sind das. Und diese Verbreitung erfolgt eben, wie gesagt, über diese, wir nennen das Ikonografie der Ideologie, also wirklich Essentialisierung, runterdrücken auf die Kernbotschaften oder mittels Videos. Und die Videos sind eben auch anders. Sie sind eben an diese Popkultur angelehnt, also MTV-Style. Kurze Schnitte, bekannte Bilder, meist manchmal sogar von amerikanischen Blockbuster-Filmen abgekupfert oder von irgendwelchen Computerspielen, World of Warcraft und alles Mögliche. Also in diesem Stil, so wie die Jugendlichen es kennen. Und dann aber immer mit der gleichen Botschaft untermalt. Also das Leben im Diesseits ist sinnlos, das ist nur dazu da, dass du geprüft wirst, ob du das Recht erhältst, glücklich zu werden im Leben im Jenseits, im Paradies. Weil das ist diese Perspektive, die den Jugendlichen gegeben wird. Du wirst zwar im Diesseits vielleicht nie glücklich werden und das musst du auch nicht, das ist nicht das wahre Leben. Aber wenn du das tust, was wir dir sagen, dann wirst du nach dem Tod alles haben, was du willst, auf Ewigkeit. Ne? Und daran klammern sich dann auch viele. Und das ist sozusagen eine richtige eigene Popkultur und auch das Outfit ändert sich von den Jugendlichen. Die Jugendlichen sehen eben nicht mehr aus wie die klassischen Salafisten mit Pluderhose, Kaftan, Bart haben sie auch, aber manche stutzen sogar den Bart, obwohl das eigentlich ein Heiligtum ist, der Bart darf nicht gestutzt werden und so ein Käppi. Bei den Jugendlichen ist das ein Mischmasch. Die meisten haben doch Sweatshirts an oder ein Parker oder ein Palästinensertuch, haben aber noch die Pluderhosen. Also es ist sozusagen so ein westlich-urbanes Outfit, gemixt mit salafistischem Outfit. Und insofern unterscheiden sie sich auch nicht so extrem von anderen Jugendgangs zum Beispiel, wenn sie so als Gruppe auftreten. Und sie haben ihre eigenen Symbole. Sie nutzen natürlich Symbole wie die klassischen Symbole, also den rechten Zeigefinger, was eigentlich kein politisches Symbol ist, sondern religiöses. Ich bezeuge halt, dass Allah der Souverän ist. Aber das haben die Dschihadisten für sich gekapert, weil sie ja sagen, wir sind die Einzigen, die wissen, was Allah wollte. Wir sind die Vertreter Allahs hier. Also ist das sozusagen dann für sie das Erkennungsmerkmal.
oder bestimmte Begriffe wie Tauhid, das ist der islamische Begriff für Monotheismus. Und sie sagt, wir sind die besten Monotheisten, also nehmen Sie diese Begriffe. Oder eben auch das Glaubensbekenntnis, aber auf schwarzen Pullover und so weiter. So haben sie also sozusagen an dem Outfit, was sich vielleicht von anderen urbanen Jugendlichen nicht so extrem unterscheidet, dann trotzdem ihre Erkennungsmerkmale. Es ist eine Entwicklung, die ähnlich im Rechtsextremismus vonstatten gegangen ist. Da haben wir ja auch diese militanten Jugendkameradschaften. Es ist sehr vergleichbar und es ist ganz wichtig, die sozialen Medien, weil die der Verbreitungsweg sind.